Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Wir sind hier in... Wer ist die Stadt? Ich vergesse sowas immer. Ihr wisst, wo wir sind. So. Genau. Und ja, wir haben die letzte Quest abgeschlossen. Die Frage ist, was wir jetzt machen, ob wir hier jetzt die Hauptquest weitermachen. Ich denke mal schon. Beziehungsweise bevor wir das machen, wir haben hier noch ein Fragezeichen, dem würde ich tatsächlich doch noch einmal vor auf den Grund gehen. Und ja, ist halt die Frage, ob alle Linsen hier in dem Tal sind oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Fragezeichen auch wieder eine Linse ist, könnte aber natürlich auch ein Tunnel sein. Wir gucken einfach mal, nach dem Fragezeichen würde ich dann tatsächlich in der Hauptquest frönen. Aber erstmal machen wir natürlich das Fragezeichen. Wir müssen dort hoch. Wir gucken mal, dass wir irgendwie eine Art Weg finden. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir weiterkommen, meine Lieben. So, ein Wildschrank. Sehr schön. Hier war nichts mehr, was ich einsammeln kann, ne? Doch, da vorne. So, ist ein Stein, das ist mir egal. Aber was ist, gibt nichts. Ja, dann gehen wir mal hier weiter hoch. Einfach mal. Was ist denn da hoch? Und so an der Wand hochklettern. Cool. Ist sehr gut. Hier war nichts Helles. Okay. Aber auf der anderen Seite. Dann machen wir das kurz sonst so. Whoa! Nö, nö, nö. Da kommt aber mit. So, das ist. Mit dem Kollegen. Ja, das war doch der. Den hatten wir doch vor mir. Der ist ja nicht wieder weit gekommen. Alles okay da oben? Interessiert dich das? Ja, eher nicht. Ich mache nur Smalltalk. Du hast es echt drauf. Guck mal. Ich glaube, das war hier. Genau, ihr habt mir gesagt, was mit der Kopfbedeckung ändern. Egal, ist schon. Ich habe mich inzwischen an die Kopfbedeckung gewöhnt. Muss ich mal gucken. Bin ich da hoch? Nee, da kann ich nicht hin. Aber hier ist es ein bisschen tiefer. Ich bin da hoch. So. Schau mal, ob es hier irgendwelche Viecher gibt. Ich jagen kann. Nee. Ja, an der Zeit. Kann.
Das ist ja wirklich eine Linke. Alle auf Überspringen, oder? Ja, ja, ja. So geht's natürlich auch. Das Fragezeichen ist allerdings da oben. Das hier? Dahinter? Wieder irgendjemand. Interesting. Wahrscheinlich können wir die Dinger irgendwie anders, ein anderes Mal ansammeln oder so. Nur jetzt noch nicht. Ich wünsche, wir sind jetzt direkt ja bei dem. Ah, hier ist ein Tunnel. Aber. Wir können das ja nicht. Ist gut. Der Zugwerfer nützt mir hier nichts. So. Ich denke mal, das müssen wir dann später machen. Und das sieht da sehr nach dem Tunnel aus, aber wir kommen da oben nicht hin. Ne, ich werde das nicht höher. So, dann gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier später nochmal hinkommen werden. Oh, oh mein Gott! Oho. Nicht. Danke. So, aber waren wir hier in dem Ding schon dran, nö, ne? Doch. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Und da oben war eine Linse, ne? Da oben waren wir doch hier schon. Und hier ist halt blockierter Weg. Uns fehlt noch ein Werkzeug. Interessant, okay. Das heißt, das haben wir ja hier ja auch. Hier fehlt auch noch ein Werkzeug. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch mal herkommen. Und beim einen, da fehlt uns ja auch noch die richtige Rüstung, damit wir tauchen können. Also fertig sind wir hier auf jeden Fall noch nicht, aber wir sind schon ziemlich gut weit unterwegs. Dann würde ich tatsächlich Richtung Hauptquest jetzt gehen, weil was anderes haben wir aktuell ja nicht hier offen, tatsächlich. Jetzt gibt's hier Nosar. Genau, und die anderen sind ja Schatten am besten. Das kommt ja auch erst später. Aufträge, das dauert auch. Das sind die. Ja, deswegen. Okay, wir machen Hauptquest. Einfach runterspringen wäre so doof. Ah, nee, du solltest dich eigentlich nicht fallen lassen. Ah, ist okay, ist okay. Wo geht's denn auch schon wieder? Nein. Was machst du denn da? Bist du irgendwo gefangen oder was? Ist okay. Ist okay. Hier ist irgendwo ein Hüstchen. Ein Vieh ist hier. Da ist eine Ratte. Das kann ich die Ratte noch nicht mal, Leute. Ist das belastend? Danke, Freddy. Und hier noch schöne Fische, die ich eventuell jagen könnte. So. Mein Gott, du stellst dich aber auch einmal lieber, ne? Du stellst dich richtig an. Mein Stuff zurück. Rums. So. Machen wir weiter. Oh, was soll das? Ich will mal was nehmen. Halle, ich bin überlegen. Das hier sieht so aus, so, als hier früher Leute angekettet worden sind. Bestrafen. Ein bisschen rabiat, bitte. Das ist Erend.
Er hat wohl einiges intus. Hast du noch was zu sagen, Erend, oder bist du einfach nur stockbesoffen? Oh oh, wieder da. Hast du es vergessen? Okay. Ich sollte los. Ja, ich weiß. Nee, der ist da oben, der Tribüne. Ja, dann müssen wir da jetzt noch mitmachen. So, Meister schon schnell. Hier waren keine Kisten oder so, die noch Kinder anfangen. Glaubt der Sonnenkönig, wir könnten mit diesen Barbaren Frieden schließen. Deine Ungeduld interessiert die Wilden nicht, Nora. Du nervst damit nur uns. Trotzdem aber was. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Ups. Ich glaube, der ist böse mit uns. Er hat sich jetzt gesehen. Kann das unsere Seite besser. Öffne bitte die Tore. Lass sie nicht durch dieses Tor. Das ist dein direkter Befehl. Sorry, das geht nicht. Bitte höflich. Was soll ich denn tun? Hey, Val. Hi, Erend. Was hier vor? Ist beschädlich. Eloy will etwas. Öffnet die Leute wollen ihr im Weg stehen. Das Tore. Wird nicht klappen. Das war's. Nehmt sie fest. Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Lozar. Du dummer Mistkerl. Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Na, was in Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Und das ist jetzt so schlimm also gewesen. Der Stamm, von dem Marat sprach, Tenakt. Die müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen. Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Kurz auf der Karte gucken. Achso, das ist jetzt nicht viel zu sehen. Also wenn ihr Bohren hört, das sind meine Nachbarn. Nicht wundern. Ich hoffe, das wird nicht allzu laut. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja.
Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist verscharf? Avad gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Avad war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Kaja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja, hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Jirans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein. Die Kohlrot. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf, Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen.
Du hast dem Tenakt Häuptling gedient? Die Sieger der Kohlrut müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. 3 Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln, und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin, aber nicht als letzte. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Du redest völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Avad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss. Ja. Man muss sich halt immer für das Beste dieses Clans, sagen wir jetzt mal so, für die Bürger entscheiden. Und wenn das heißt, dass man auch Frieden mit den Leuten haben muss, die man eigentlich gar nicht leiden kann, muss man mal in den sauren Apfel beißen. Kompromisse sind das A und O, würde ich sagen. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Hikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche.
wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Anna. Ist da. Marschelle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Und der Kommandant? Nein, ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Kaja, öffnen die Tore. Die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalen verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte! Oh. Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Wo haben Sie das gelernt? Silence. Verschärf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Das unter den Tenaks ist auch noch Krieg. Also es ist nicht nur Krieg gegen den Osten sozusagen, sondern auch untereinander. Eine gute Sache. Flankieren! Zu den Kaja! Überrennt sie! Gut.
Wäre er weiter umgeblieben, wäre er nicht so. Los, Feuer frei! Ich sehe kein Ziel! Oh nee. Er ist zwar eine Arschkrampe, aber bedient er das nicht. Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Super! Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felskar! Da kommen sie! Sie haben uns. Wir sind noch so weit weg. Eine Munition mehr. Oh oh. Huch. Irgendwie war ich gerade nicht so ganz dabei. Passiert. Bestimmt. Wir gucken, wo wir jetzt hin. Noch ihr beide mal. Thank you.
springen. Gut, ich muss, darf mich nicht so auf eine Maschine konzentrieren. Feuer, Feuer. Ich würde sagen, hier immer noch nicht tot. So. So, bitte. Nee, kann sie nicht werfen. Bitte. Vortritts. Nun gut. Ja. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Aber sofort. Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Ich muss durch den Schild.
Chance. Nein! We got it. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert. Die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Schaff ihn ins Lager. Los. Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Erend. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Ich will noch ein bisschen wüten, wo ich reingehe. Lasst uns plündern, Jungs. Das hält wohl nicht viel aus, aber ich sollte damit gleiten können. Aloy, wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Nozar, Wadis, Hashaf. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer.
Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenakt-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenakt-Gebiet? All das da draußen? Das ist Niemandsland. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaro-Grenze. Aber warum? Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst, kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Ja, antworte mir doch noch mal ein paar Fragen. Ein paar mehr Fragen. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenak. Ihr Gebiet ist auf drei Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen. Zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie nicht wollten. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht Handel zu treiben. Nein, sie wollen nur ihre Ruhe. Nachvollziehbar. Würde ich auch wollen. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Avad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer denn? Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Das ist eine gute Frage. Okay, und erzähl mal ein bisschen was über Regala. Verscharf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel
gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verschärft bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Was mit Verschärft? Wegen Verschärft. Er wurde von den Tenakt gefangen genommen. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kharja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Das mit Nosar und Wadis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nosar im Kampf. Der Sonnenpriester, also, so einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Wadis, ja, ach, so eine feige Krampe. Meinst du, die Kharja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Kharja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Awad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Ja, es ist einfach noch mehr Wachen wahrscheinlich dann. Ne? Ja. Das ist ungeil. Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden. Die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war eine lange Story. Viel, viel Gerede, viel geschehen in dieser Folge. Ja, mal gucken. Aber wir haben jetzt einige Fertigkeitspunkte hier auch. Ich überlege, ob ich einfach noch weiter warte. So noch ein bisschen. Schildflügel ist ein auf Energie basierender Gleiter, der als Maschinenteil funktioniert wurde. Halte die Ecke drückt, um als zu gleiten. Zu bekreis, um ihn nicht mehr zu gleiten. Na, es erklärt auf jeden Fall, dass sie nicht gegriffen hat, wenn ich lange auf Viereck gedrückt habe, weil da andere... Nehme ich mit. Also, der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Mhm. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es... Elisabeth getan hätte. Hallo Fuchs, ich brauche mal den Schildflügel ausprobieren. Nee, noch nicht. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? Gegrillten Fuchs, bitte. Immer noch nicht gut. Schätze, du überlebst aber gut. Tut mir leid. Danke. Noch mehr Ratte. Cool. Ja, also sagen wir es mal so. Ja, wir haben hier viel noch. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Ich hab halt. Immer bitte wieder normal haben. Normal, Leute, nicht geht. Der arme Fuchs. Ich kann nicht gehen. Die Anführerin des Hinterhalts, Regala. Bitte nicht.
braucht ihr eine Menge Maschinen. Oh mal. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Aber was hat er vor? Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Super. Ja, ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Ist auch so, komm, nee. Ich bin Wasser. Tut mir leid, dass wir es fixieren. So. Oh, ein paar Leeren. Das ist Reserve für später. Mhm. Mal gucken, wenn ich mich schon. Ja, noch ein bisschen Brot. Da hat nichts mehr. So. Das war ein paar Sachen. Mit dem Whisky, Leute. Aber ja, bevor wir hier jetzt weitermachen, wir müssen theoretisch hier hin. Wir haben einiges Neues. So, Hauptquest-Tore. Ja, da müssen wir weitergehen. Dann haben wir hier Dornrücken. Das ist ja noch weiter. Das ist nur durchfallig. Dumme Rebellenlager. Schattenlicht. Die Eclipse. Ja, das machen wir auch peu à peu. Und das Rebellenlager. Das ist hier in der Nähe. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit zu überlegen, dass wir da weitersuchen. So, was haben wir dann noch hier? Verschafft. Ja, komm, wir machen eine Überlänge, sowieso, das kommt, das kann man dann auch noch machen. Also, Biografie. Verschaff ist ein Kaja-Adliger, der mit einer Armee despotische verrückten Sonnenkönigs Tyran in den verbotenen Westen einmarschierte. Er wusste, dass er sich den königlichen Befehlen, die westlichen Stämme auszurauben und Menschenopfer zu beschaffen, nicht offen widersetzen konnte. Aber er hatte gehofft, seine Armeekameraden mäßigen zu können. Doch meistens gelang es ihm nicht, die brutalen Taten seiner Kameraden zu verhindern. Als sich die Tenak-Clans für einen Gegenangriff auf die Kaja verbündeten, wurde Verschaff in der Schlacht von Zinnober-Sande gefangen genommen. Man verschleppte ihn in die Tenak-Hauptstadt, wo er den Tod durch die Teilnahme an einem Ritual entgehen konnte, von dem er seine Entführer vorher sprechen gehört hatte. Die Kalrut. Dabei kämpfte er in einer großen Arena gegen Maschinen und überlebte. Der Tradition gemäß wurde er zum Marshal ernannt, ein reisender Friedenswächter in dem Dienst des Tenakt-Häuptlings Hikaru. Diese Position verschaffte ihm die einzigartige Möglichkeit, Einblick in die Kultur der Tenakt zu gewinnen. In der Hoffnung, als Diplomat zwischen den Stämmen verbinden zu können, willigte er ein, als Teil einer Gesandtschaft in Fallicht zu den Kaja zurückzukehren. Er wurde getötet, als Regala die Gesandtschaft mit einer Truppe von Räubern und Maschinen angriff. Wir nehmen hier Regala. Regala. Furchtlos und unnachgiebig war Regala einst eine Tenakt-Marschallin, die Hauptling Hikaru mit Eifer diente. Sie glaubte, dass er die vereinten Clans des Stammes irgendwann gegen die Kaja ihren verhassten Wiesesacher in letzter Schlacht gegen Meridian schicken würde. Doch stattdessen schloss Hikaru Frieden mit dem Kaja-Sonnenkönig. Für Regala war das unverzeihlich. Sie erklärte Hikaru und seine Verbündeten zu Verrätern ihres eigenen Stammes und leitete mit einem Angriff auf die Gesandtschaft in Fallicht eine Rebellion ein. Irgendwie haben ihre Truppen die Fähigkeiten erlangt, Maschinen zu zähmen und zu reiten, was sie zu einer Bedrohung für den Stamm in verbotenem Westen macht und darüber hinaus. Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Ja, das ist ja hier in der Nähe. So, Fertigkeiten haben wir 5. Ich würde da tatsächlich noch einmal ein bisschen warten und Inventar. Ja, auf jeden Fall, meine Lieben. Das war's für heute, würde ich sagen. Ich würde einmal gucken, wo ist denn der nächste? Da gehen wir jetzt einmal nochmal hin. Kurz zum Lagerfeuer, damit ich speichern kann. Da war noch ein Rebelle, den ich besuchen kann. Den durchsuchen wir natürlich, denn wir wollen Scherben haben. Wir brauchen Scherben. So viele Scherben. Ganz viele Scherben. Scherben sind immer eine gute Sache. Ja. Okay, auf jeden Fall, meine Lieben, da ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. Brauchen wir immer.
Löschwasserfalle. Interessant. Eine Mutation des Löschwasserschaden verursacht ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus und herausfinden, ob sie anfällig für Löschwasser sind. Sie mit Löschwasser zu treffen, baut den Getränkezustand auf. Sobald sie diesen Zustand sind, werden ihre Elementangriffe deaktiviert und Widerstand gegen Elementschaden sind und Zustände sind senkt. Das Löschwasserkanister mit Löschwasser peilen, als sie zu sprengen. Ja, okay. Passt. So, wir speichern und wir machen heute Schluss. Ich sage auf jeden Fall, ich bedanke mich nochmal für das Zuschauen. Ich fand die Folge sehr interessant. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich mega freuen. Vielleicht schaffen wir es wirklich bis September noch auf die 160 zu kommen. Ich würde mich natürlich mega, mega, mega freuen. Darüber hinaus geht es immer besser. ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderprächtigen Montag. Und wir hören und stören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann. Tschüss.